Ach, ich finde das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so geil, dass wir hier irgendwie, ja, nichts finden, was wir machen können. Hallo, Framerate, könntest du bitte, Das Heck des Wracks hat Feuer. könntest du bitte so sein wie immer? Das wäre super. Also, ja, gute Frage. Boah, was müssen wir machen? Es muss ja was mit dem Feuer, ja gut, vielleicht nicht mit dem Feuer, aber es muss irgendwas mit dieser doofen Pfütze sein. Die ist ja nicht umsonst da. Mit dem Fernglas müssen wir auch auf jeden Fall noch was machen. Das Dokument ist total sinnfrei, das da reinzutun. Das ist auch total sinnfrei. Ich raff's halt einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. So, Szene untersuchen. Ja, im Cockpit ist ja nichts mehr, haben wir geguckt. Feuer. Das Feuer brennt noch. Wir können damit was machen. Schlittenhorn mit Lederriemen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den irgendwie befestigen müssen, um an den Fallschirm zu kommen, aber es bringt alles so gar nichts. Hier hat sich eine Pfütze mit Schmelz. Das Schmelzwasser würde meine eiskalten Finger im ersten Moment vielleicht ein ganz klein wenig wärmen. Aber wenn ich sie dann nass herausnehme, frieren sie mir bei. Ja, das hatten wir ja auch schon. Die Finger frieren ab. Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe den Sinn so absolut null. Ja gut, wir gehen nochmal zurück. Es kann halt nicht wahr sein, dass ich hier so lange an diesem Rätsel hier hänge. Schneewehe. Da hat sich jede Menge. Nein, danke, meine. Die Finger sind steif gefroren. Aber auch da können wir noch irgendwas mitmachen, oder? Das ist jetzt nur so. Ich habe doch keine Ahnung. Fernglas und Schnee ergibt keinen Sinn. Dokument und Schnee ergibt keinen Sinn. Das und Schnee gibt keinen Sinn. Ja. Nein, danke. Huch, das wollte ich gar nicht. Ach so, schon wieder das Ding, was abgebrannt ist. Okay. Wie kommen wir da ran? Der Fallschirm aus meinem Flug. Ich komme nicht ran. Ja, du kommst nicht ran. Du bist so ein Vogel. Können wir das denn nicht irgendwie irgendwo befestigen? Weil ich auch nicht weiß, was das bringen soll. Halt durch, Kim. Mach. Oh je. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Fernglas, ey. Ich komme da wirklich nicht drauf. Rucksack runter. Es ist alles Quatsch. Irgendwie funktioniert meine Maus nicht richtig, habe ich das Gefühl. Oh Mann, was muss ich machen? Es könnte mich ja fast schon wieder ein bisschen aufregen gerade. Habe ich da oben irgendwas übersehen? Nee, hier ist rein gar nichts. Außer halt dieser Altar. Scheint ein Gebetsplatz der Einheimischen zu sein. Ja, aber Wie wenn wir es damit aussieht, war. irgendwas machen könnten, dann wird ja auch die linke Maustaste aufblinken. Also von daher. Moment, abgebranntes Räucherstäbchen, Räucherstäbchen. Ich habe ein Räucherstäbchen Okay. angezündet. Aber Leute, ich verstehe es nicht. Das Stäbchen glimmt Ich nur. kapiere Die es Hitze einfach reicht nicht. leider nicht auf. Das kann doch nicht so schwer sein. Flügelrippen, ja. Das Gerippe aus der Tragfläche der Messerschmitt. Ich lasse das Gestell besser stehen. Die Rippen erfüllen Die hier ihren Zweck. erfüllen ihren Zweck. Okay, aber damit kann ich was machen. Ich bin echt. Ich bin so überfordert. Warum ist das so schwer?
Feldspalte. Oh, ich habe gerade eine SMS bekommen. Habe ich mal so nebenbei bemerkt. Boah, Mann. Das finde ich jetzt blöd. Ich habe doch alles ausprobiert. Was soll ich noch machen? Oder ich übersehe wieder irgendwas. Ja, die Pfütze. Was ist mit der Pfütze? Fehlt. Sieht aus, als ob sich der... Hier ja, ist doch gut jetzt. So viele SMS brauche ich nicht, sonst mache ich aus das hier. Schmelzwasser würde so. Meine ich muss mich jetzt hier konzentrieren und irgendwas muss ich doch mit dem Schlittenhorn machen. Schlittenhorn. Schlittenhorn. Er will seine... Moment. Nee. Seine Finger. Es geht dem feinen Herrn um seine Finger. Moment, ich befrage jetzt mal diese blöde Spielhilfe. Das war's wohl mit der Pilotenkarriere. Fenton hat seine Trimotor kopfüber auf einem Berg irgendwo in Tibet geparkt. Und Kim ist bewusstlos im Cockpit des Wracks eingeklemmt. Jetzt muss Fenton dafür sorgen, dass Kim wieder zu Bewusstsein kommt und sie dann aus ihrer misslichen Lage befreit. Ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ja gut, aber der Typ hat ja auch am Anfang gesagt, wir werden die Rätsel alleine lösen müssen und... Diese Informationen könnten noch sehr wichtig sein. Ich sollte das Dokument also lieber nicht verbrennen. Okay, ich werde jetzt was machen, was ich seit, ich glaube, Geheimakte 2 nicht mehr gemacht habe. Also bei Siberia nicht, Silent Hill sowieso nicht. Ich werde eine kurze Aufnahmepause machen und ich gucke mir eine Komplettlösung an. Weil ich habe gerade echt wirklich absolut gar keine Ahnung und ich will jetzt nicht hier eine ganze Folge oder womöglich anderthalb Folgen damit verbringen. Wir können auch da hinten... Nee. Gut, ich gucke jetzt in eine Lösung. Ich gucke mir nur ganz schnell an, wie wir hier weiterkommen und dann, ja, mal sehen. Also, bis gleich. So, Leute, ich bin wieder da. Ich habe gerade in eine Komplettlösung geguckt und ich habe eine gefunden, wo wirklich nur dieses Kapitel beschrieben ist und wo ich auch nicht gesehen habe, was noch danach kommt. Das Problem war, in der Lösung stand drin, ich soll den blöden Lederriemen mit der Pfütze benutzen. Das funktioniert ja nicht, das habe ich ausprobiert. Und dann habe ich mir gedacht, hey, guckst du dir doch einfach meine Folge vom Let's Play an. An dieser Stelle Dankeschön an den User Shiro Doshi oder so, von dem habe ich mir das angeguckt, der hatte wohl auch Probleme bei der Stelle. Und zwar müssen wir uns das einfach nochmal anschauen. Als sich das Argali meinen Schlitten vorgenommen hat, ist dieses Teil abgebrochen. Oh, der Lederriemen löst sich ab. Ja, wunderbar. Für sowas sind Let's Plays dann auch mal gut. Da kann man auch mal woanders reingucken, um zu gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, das muss jetzt da rein. Und dann sollte das irgendwie funktionieren. Gut, ich mach den Riemen mal nass. Ja, ich habe danach nicht weitergeguckt. Also nur... Ach, ist das kalt. Ja. Oh, kaum nehme ich den Riemen aus dem Wasser, gefriert er schon. Ja, bis zu genau der Stelle habe ich geguckt. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich hier noch irgendwas kombinieren? Wahrscheinlich nicht. Gut, dann können wir jetzt hoffentlich den Fallschirmrucksack holen. Ach Mann, das war jetzt echt eine schwere Geburt. Wäre ich auch von alleine nicht drauf gekommen, obwohl es gar nicht so schwer war. Die arme Kim ist da wahrscheinlich schon halb erfroren. So. Das könnte klappen. Wunderbar. Was ist denn da so drin? Der Fallschirm aus meinem Flugzeug. Er sieht soweit unbeschädigt aus. Ach so, wir können ihn gar nicht rausholen. Müssen wir ihn jetzt... Hä? Ich raff's immer noch nicht. Halt durch, Kim. Mach. Oh je. Alter. Scheiße, hätte ich mal weitergeguckt. Das Let's Play. Cockpit. Ich leg den Fallschirm hier ab und binde die Tragegurte fest ans Cockpit. Ach, okay, jetzt verstehe ich auch, was er vorhat. Ja, alles klar. So, und jetzt mit diesem Ding hier, sehe ich das richtig? Ich sollte das Cockpit besser nicht mit dem Propeller bearbeiten. Halt durch, Kim. Mach Alter! Okay. Ach so, ja. Ich bin schon ganz verwirrt hier.
Teufel. Hast du das gesehen, Kim? Geschafft. Toll! Ich bring dich trotzdem um. Später. Jetzt holen wir dich erstmal aus dem Wrack raus. Na, aufgetaut? Du hast fast 4 Stunden geschlafen. Mir ist immer noch schrecklich kalt. Beweg dich, dann wird's besser. Und solange das Feuer brennt, erfrieren wir auch nicht. Beruhigend. Was hast du jetzt vor? Irgendwelche Pläne? Wir werden die Nacht hier verbringen müssen. Es wird bald dunkel. Die ganze Nacht? Bei der Kälte? Wunderbar, das wollte ich doch schon immer mal machen. Warum sollte ich gleich noch mal aus Hongkong verschwinden? Was sagtest du, damit ich in Sicherheit bin? Ja, genau, ich erinnere mich, das waren deine Worte. Komm mit mir, sonst werden dich die Triaden in Hongkong umbringen. Kim. Bei mir bist du sicher. Ja, der tolle Fenton-Penner hat immer alles unter Kontrolle. Kim. Wir überleben mit Ach und Krach eine halsbrecherische Verfolgungsjagd und einen Flugzeugabsturz, nur um irgendwo mitten im Himalaya zu erfrieren? Kim, jetzt halt mal kurz die Klappe und hör mir zu. Während du geschlafen hast, habe ich mir die Unterlagen deines Onkels angeschaut. Und? Er war 1922 hier in der Gegend mit einem Forscher namens Arthur Hayes unterwegs. Sagt dir der Name was? Ja, Onkel Wang erzählte mir oft von dieser Expedition. Professor Hayes hat ihn damals als Kartografen auf seine Himalaya-Expedition mitgenommen. Jedenfalls ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. Das meiste ist in traditionellem Chinesisch verfasst, aber manche Abschnitte hat dein Onkel in einer mir völlig unbekannten Schrift geschrieben. Nach dem, was ich lesen konnte, waren er und Hayes auf der Suche nach einem Kloster, das sie hier in der Gegend vermuteten. Weißt du, was das bedeutet? Dass du nicht alle Schriften kennst? Mal ernsthaft. Falls es hier in der Gegend tatsächlich ein Kloster gibt, wäre das unsere Chance auf Rettung. Ja, du hast recht. Manchmal hat mein Onkel sehr vertrauliche Dinge in einer nur ihm und mir bekannten Geheimschrift verfasst. Zeig die Unterlagen doch mal her. Hier. Kannst du was davon entziffern? Nun, hier steht, dass mein Onkel und Professor Hayes eines Tages in einer Höhle Schutz vor einem heraufziehenden Sturm gesucht haben. Ach, cool. Wir waren überglücklich, rechtzeitig einen Zufluchtsort gefunden zu haben. Als wir etwas tiefer in die Höhle vordrangen, merkten wir, dass wir nicht die einzigen waren, die diesen Ort als Obdach nutzten. Im Schein unserer Fackeln erkannten wir einen Mann, der an der Felswand lehnte. Hayes sprach ihn an, aber der Unbekannte rührte sich nicht. Also berührten wir ihn und stellten fest, was wir schon vermutet hatten. Der Mann war tot. Er war steif gefroren und möglicherweise schon längere Zeit hier. Der Mann trug die Gewänder eines Mönchs und war vielleicht während einer Pilgerreise von einem Schwächeanfall heimgesucht worden. Hayes machte mich auf etwas aufmerksam. Neben der Leiche des Mönchs befanden sich Reste eines Pergaments, das zunächst zerrissen und dann entzündet worden war. Möglich, dass der Mönch versucht hatte, mit letzter Kraft ein wärmendes Feuer zu entfachen. Bei näherer Betrachtung der verbrannten Pergamentreste stellte sich heraus, dass es eine Karte war. Hayes erkannte anhand einiger Fixpunkte, dass es sich um die Darstellung unserer Umgebung handelte. Die Texte, die man auf der Karte noch erkennen konnte, waren in einer uralten Schrift verfasst, die Hayes nur bruchstückhaft übersetzen konnte. Als der Professor seine Augen über die Karte wandern ließ, stockte zunächst sein Atem, um danach vielfach beschleunigt wiederzukehren. Seine zittrigen Finger fuhren über ein Wort. Kembalung. Hayes, der in Vorbereitung auf seine Expedition alle zugänglichen Quellen studiert hatte, erklärte mir, dass sich viele Legenden um ein Tal mit diesem Namen ranken. Es soll dort ein uraltes Kloster geben, zu dem aber kein Außenstehender je vorgedrungen sei. Die Mönche aus dem Kembalung-Tal sollen nach den Legenden ein uraltes und sehr mächtiges Geheimnis hüten. Womöglich war uns ein Schlüssel zu diesem versteckt gelegenen Tal in die Hände gefallen und Hayes wurde sehr aufgeregt bei dem Gedanken, was das für ihn, den Tibet-Forscher, bedeuten konnte. In diesem Moment schaute ich mir den toten Mönch wieder genauer an. War das vielleicht einer dieser zurückgezogen lebenden Mönche? Wo wollte er hin? Oder war er vielleicht wieder auf dem Weg zurück und hat das letzte Stück nicht mehr geschafft? Mein Blick fiel auf seine Hände und ich bemerkte, dass die Finger seiner linken Hand etwas umschlossen hielten. Hayes bemerkte es auch und öffnete die verkrampften Finger des Mönchs recht unsanft. Hayes nahm den Gegenstand an sich und hielt ihn ins Licht meiner Fackel. Es handelte sich um einen Stein,
der die Form eines Drachenauges hatte. In der Mitte befand sich ein großer grüner Edelstein, in dem sich das Licht brach und auf wundersame Weise an die Wände geworfen wurde. Hayes steckte den Stein ein. Er muss meinen Blick wohl bemerkt haben, denn er rechtfertigte sich dafür. Der Stein wäre besser bei einem Wissenschaftler aufgehoben als bei irgendwelchen Bauern oder Hirten, die vielleicht irgendwann mal in diese Höhle kommen. Hochinteressant, aber überspring mal ein paar Abschnitte. Haben Sie das Kloster gefunden? Nicht so hastig. Ich habe diese Geheimschrift schon lange nicht mehr gelesen und bin etwas aus der Übung. Sie begaben sich also auf die Suche nach dem Kembalung-Tal. Der hereinbrechende Winter machte es allerdings unmöglich, den Zugang zum Tal zu finden. Denn dazu hätten sie Pässe überwinden müssen, die zu der Zeit unpassierbar waren. Diese Umstände zwangen sie dazu, die Expedition abzubrechen. Nach ihrer Rückkehr versuchte Hayes, Geld für eine besser ausgerüstete Expedition aufzutreiben. Doch niemand wollte ihm die Suche nach dem Kembalung-Tal finanzieren. Man hielt das wohl für ein Hirngespinst. Mein Onkel hat eine Karte mit der vermutlichen Lage des Tals angefertigt. Auf ihr ist auch verzeichnet, wo sie ihre Suche abbrechen mussten. Perfekt. Dann nehmen wir das als Anhaltspunkt für unsere Suche. Aber das klingt doch alles sehr vage. Woher willst du wissen, dass es das Kloster dort wirklich gibt? Hayes und dein Onkel haben es doch auch geglaubt. Und das ist im Moment wohl unsere beste Chance. Eigentlich ist es unsere einzige Chance. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Hörst du das auch? Klingt wie ein Motor. Oh nein, vielleicht wieder ein Flugzeug? Nein, nein, das ist kein Flugzeug. Klingt eher wie... ein LKW. Los, Cam, schnapp dir deine Sachen. Wir ändern unseren Plan etwas ab. Was? Wir folgen dem LKW. Irgendwo muss der ja hinfahren. Können wir eine kurze Pause machen? Nein, tut mir leid, wir müssen uns beeilen. Die Spuren werden bald zugeschneit sein. Hältst du noch etwas durch? Habe ich eine Wahl? Ich denke, wir werden bald was finden. Und warum bist du dir da so sicher? Weil ich eine Nase für sowas habe. Was ist das? Sieht aus wie ein Feldlager. Ich wusste gar nicht, dass Tibet eine eigene Armee hat. Das sind keine Tibeter. Erinnere dich an den Kampfflieger. Die Deutschen? Was wollen die denn hier? Haben die Tibet angegriffen? Unwahrscheinlich. Ich werde mal schauen, ob ich durchs Fernglas was erkennen kann. Verdammt. Was hast du gesehen? Wir halten britische Soldaten gefangen. Zumindest konnte ich einen Offizier erkennen. Richard? Nein, Richard war's nicht. Aber vielleicht jemand aus seiner Einheit. Sie müssen auf die Deutschen gestoßen sein und dann... Oh, verdammt. Was willst du jetzt tun? Na, was schon. Ich muss den Offizier da rausholen. Er kann mir bestimmt sagen, was Richard und den anderen Männern passiert ist. Und wie wollen wir das anstellen? Wir? Vergiss es, Kim. Ich muss zugeben, bis hierher hast du dich tapfer geschlagen, aber das ist zu gefährlich für dich. Halt die Stellung, bis ich zurück bin. Was? Ich soll dabei zuschauen, wie du in ein schwer bewachtes Militärlager eindringst? Sie werden dich erwischen und dann sitze ich hier ganz allein rum. Ich will mir ja erstmal nur einen genauen Überblick über die Situation verschaffen. Dann warten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit und überlegen so lange, wie wir vorgehen wollen. Einverstanden? Warum lasse ich mich nur immer wieder von dir breitschlagen? Vielleicht, weil du mich eigentlich für einen... So eine Zicke, aber ich mag die trotzdem irgendwie. So, bis hierher zu kommen war kein Problem. Aber jetzt dürften die Schwierigkeiten langsam anfangen. Aus der Nähe betrachtet sieht das Lager nämlich noch beeindruckender aus. Ich frage mich so langsam wirklich, was die Deutschen hier wohl treiben. Wo willst du denn hin, Werner? Ich muss mal kurz dem kleinen Mann die große Welt zeigen. Passt auf, dass ihr beide nicht in eine dieser Gletscherspalten fallt.
Da draußen ist alles löchrig wie ein Schweizer Käse. Nee, nur total besoffen. Bin ja nicht blöd. Komm, torkel mal wieder rein, Werner. Dann können wir hier hoffentlich mal ein bisschen den Laden aufmischen. Zum Glück hat er sich die andere Ecke der Baracke für sein kleines Geschäft ausgesucht. Die Wachsoldaten scheinen da drin jedenfalls eine nette Party zu feiern und nehmen offensichtlich ihre Pflichten gerade nicht ganz so ernst. Naja, mich soll's nicht stören. Das sollte es mir leichter machen, ins Lager zu kommen.